Die Spuren gehen zurück bis 5000 Jahre vor Christus. Seitdem bis ins 15. Jahrhundert war die Bergsiedlung Tremona belebt. Heute sieht man noch den fast kompletten Grundriss vom Mittelalterdorf. Der reiche Schatz an historischen Gegenständen ist aber erst in den 90er Jahren entdeckt worden. Seitdem wird hier gegraben. Und bis heute sind schon fast 6000 Funde ans Tageslicht gekommen, wie der archäologische Leiter Alfio Martinelli sagt. Manche oder viele davon sind sehr wichtig für die Geschichte der Siedlung. Also die sagen uns, wie die Leute gelebt haben, was sie gegessen haben, was sie jeden Tag gemacht haben, wie sie sich verteidigt haben sogar. Also wir haben hunderte von Pfeilspitzen gefunden. Also, und das heißt, es hat doch Krieg und gegeben und das Dorf ist auch mehrmals zerstört worden. Unter der Leitung von Profis graben hier fast jeden Samstag freiwillige Helfer bei den über 50 freigelegten Gebäuden. Der Kanton Tessin ist der einzige, der die Erlaubnis gibt für Hobbyarchäologen. Eine von ihnen ist Beatrice Zwicki aus Zürich. Und sie hat heute Glück. Wir können wieder, ja. Das ist jetzt hier gerade etwas, das eher ein bisschen an der Oberfläche ist. Und jetzt fangen wir eigentlich gerade wieder von da an graben. Jetzt könnten wir mal schauen, was wir hier finden. Also das sieht jetzt aus wie eine Pfeilspitze. Und jetzt, wenn man so etwas findet, dann tun wir im Normalfall das von der Richtung her und von der Größe genau dort, wo man es findet, fotografieren. Die Siedlung ist nicht nur wissenschaftlich wertvoll, sondern auch touristisch. Seit Ende Juli können die Besucher den archäologischen Park mit Spezialbrillen entdecken. So können sie virtuell durchs Dorf laufen und erleben, wie es hätte aussehen können. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend. Es ist, der Bildschirm ist recht klein, aber es ist trotzdem halt einfach, es sieht alles sehr realistisch aus und mir gefällt es. Ja, ist lässig, wirklich cool. Wenn man da die Mühle zuerst sieht und dann halt die ganzen Gebäude, das macht schon Spass, ja. Man sieht das komplett, wie es eigentlich war und auch mit die Personagen, die da im Dorf sind und man kann da drehen und das ist nicht ein Film, das man dann projiziert, man dreht sich auch im Film hinein. Die Spezialbrillen werden laufend verbessert. Und wenn es dank neuen Fund wieder mehr Erkenntnis gibt, werden auch die neu eingebaut in das Virtual Reality Erlebnis. Vor allem auf zwei Sachen warten die Archäologen und die freiwilligen Helfer nämlich noch. Das ist einerseits der Friedhof. Wir graben da nur innerhalb der Mauern von dem Dorf. Und das Zweite, was uns noch fehlt, ist das Wasser. Also irgendwie müssen die Leute ja Wasser getrunken haben, sie müssen es für Tiere gebraucht haben, sie müssen Wasser gehabt haben, wenn sie sich da zurückgezogen haben, weil sie Angst haben vor Überfällen. Und das haben wir bis jetzt weder eine Zisterne noch eine Quelle gefunden. Und so gibt es noch viele Geheimnisse rund um die Tessiner Bergsiedlung, die darauf wartet, entdeckt zu werden.